Wir wollen jetzt unser erstes Projekt mit NetBeans starten. Wenn ihr NetBeans zum ersten Mal startet, kommt ihr immer auf die Startpage. Diese Startpage ist nicht schlecht und ihr könnt sie jederzeit wieder öffnen unter Help Startpage, weil ihr hier unter Learn and Discover sehr viele Beispiele, Demos und Tutorials findet zu Java und auch den Link zur Online-Dokumentation. Das kann sehr hilfreich sein. Ihr habt auch ein Beispielprojekt oder ihr könnt Tutorials durchklicken. Gut, für uns jetzt, wir starten unser erstes neues Projekt, New Project. Generell verwaltet NetBeans alles, was wir programmieren, in Projekten. Das heißt, jedes Programm, das wir starten, für jedes Programm, das wir starten, legen wir ein neues Projekt an. Ein Projekt ist dabei eigentlich nichts anderes als ein Ordner, in dem meine Projektdateien, die für mich notwendig sind, schlau aufgeteilt sind und abgelegt sind. Wenn wir ein neues Projekt starten, können wir uns als erstes aussuchen, was für ein Projekt. Hier gibt es mehr zur Auswahl: Java FX für Webapplikationen, einige Java Projektvorlagen. Das ist jetzt das, was wir sehen, wenn wir die Java SE Version heruntergeladen haben, also die Standard Edition. Dementsprechend anders schaut das hier aus bei den anderen Versionen. Wenn wir die Full Version heruntergeladen haben, ist diese Liste hier natürlich dementsprechend länger. Für uns wichtig ist eigentlich nur die Java Application. Die klicken wir jetzt an, klicken auf Next und können hier jetzt einen Namen vergeben. Mein Projekt, wie immer, heißt Hello World. Wichtig ist beim Projektnamen, gebt ihm immer einen klaren sprechenden Namen und speichert das Projekt in einem Ordner, den ihr auch wieder findet. Das hier ist jetzt wichtig, besonders an der FH. Speichert es an einem Ordner, den ihr findet, der nicht gelöscht wird. Desktop oder Dokumente sind meistens schlecht. Eher bei euch am Homes-Laufwerk. Hier unten wird unsere Main-Class gleich zu Beginn automatisch definiert, wenn wir das angehakt haben natürlich nur. Und wir können dem Ganzen einen Namen geben. NetBeans schlägt uns hier einen Namen vor. Ich mache mal einen Gegenvorschlag und nenne unsere erste Klasse root.main. Damit wir dann später sehen, das ist unser Root-Package und unsere Main-Klasse, also unsere Einstiegsklasse. Gut, Finish. Dann haben wir auch schon gleich unseren Code vor uns. Er öffnet jetzt das Projekt. So, hier haben wir jetzt den Code vor uns. Und was sehen wir hier? Root haben wir den Namen zuerst vergeben, ist unser Package. Was ist ein Package überhaupt? Man kann es als besten als Container sehen, indem man thematisch zusammengehörige Klassen definiert und die dann in einer Ordnerstruktur abgelegt werden. Ein Package ist eigentlich also nichts anderes als ein Ordner. Es heißt aber nicht Ordner, sondern Package, weil Java ja nicht nur auf Systemen läuft, auf denen es auch Ordner gibt, in dem Sinn, wie wir sie kennen, sondern Java auf sehr vielen auch anderen Systemen läuft oder beziehungsweise auch auf anderen Systemen lief in der Vergangenheit. Ich habe hier den Ordner mit meinen NetBeans-Projekten bereits offen, indem wir jetzt auch unseren Hello World-Ordner finden, in dem eben diese Ordnerstruktur jetzt hinterlegt ist, von der wir zuerst gesprochen haben. NetBeans legt diesen NetBeans-Project-Ordner an und diesen Source-Ordner, in dem jetzt unsere Source-Dateien drinnen sind, wie auch unsere main.java. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eine erste Datei erstellt, main, die genau gleich heißt wie unsere Klasse .java. Das ist übrigens sehr wichtig, also die Klasse muss immer so heißen, wie auch die Datei heißt. Wie bei uns jetzt zum Beispiel, die Klasse main heißt auch die Datei main.java. Java ist Klasse, das bedeutet, alles in Java ist eine Klasse, auch die Main-Klasse, also die Klasse, in der wir jetzt beginnen und einsteigen. Wenn wir Java starten, starten wir eigentlich immer eine dieser Java-Dateien. Damit das Programm jetzt weiß, wo fängt es an, also welchen Code soll es wo ausführen, weil wir wissen ja, eine Klasse definieren bedeutet ja noch nicht, dass die Klasse auch irgendwo verwendet wird, also ob irgendwo ein Objekt instanziert wird von dieser Klasse. Deshalb gibt es diese Main-Methode. Gut, diese Main-Methode kann man am besten mit der Setup im Processing vergleichen. Das bedeutet, wenn ich das Programm starte, wird die Main-Methode einmal ausgeführt.
automatisch. Sie ist public, weil wir führen sie ja, man muss sie auch außerhalb der Klasse erreichen können und darauf sehen können und darauf zugreifen können. Sie ist static, weil ich sie starten und ausführen kann, ohne dass ich diese Main-Klasse vorher irgendwo instanziert habe. Zur Erinnerung, von einer Klasse muss ein Objekt erzeugt werden. Das bedeutet, die Klasse muss instanziert werden und dann erst kann ich eine Funktion von dieser Klasse ausführen. Auf diesem Objekt. Von dieser Klasse Main habe ich jetzt nirgends ein Objekt. Darum ist diese Funktion jetzt statisch, weil sie ausgeführt werden kann, ohne dass ich das Objekt instanziere. Gut, sie ist void. Das bedeutet, sie hat keinen Rückgabewert. Und sie hat einen Parameter, nämlich ein String Array. Ein String Array deshalb, weil ich, wenn ich eine Applikation starte, ja Argumente bzw. Parameter hinten übergeben kann. Beispiel, ich habe hier Command Line und starte jetzt ein Programm, das wir alle kennen. Dir zeigt mir den Ordnerinhalt an. Jetzt kann ich sagen, dir schrägstrich p. Und er macht dasselbe, aber jetzt kann ich mit einer Taste weiter drücken. Dieses Schrägstrich P, dieses P hier, wäre jetzt einer von diesen Parametern, die hier als String in diesem Array übergeben werden würden. Als erstes wollen wir Hello World ausgeben. Also in unserer Main-Funktion, dem Äquivalent zu der Setup-Funktion aus Processing, die beim Starten automatisch einmal ausgeführt wird, wollen wir eine Ausgabe auf der Konsole eingeben. Genauso wie im Processing mit Printeln. In Java lautet derselbe Befehl system.out.println. Das heißt, auf der Systemkonsole soll er eine Ausgabe machen und wir geben ihm jetzt den String Hello World für die Ausgabe. Strichpunkt nicht vergessen. Und jetzt können wir mit play unser Projekt starten oder links in unserem Projektfenster können wir auch unser Projekt öffnen, haben hier die Source Packages, unser Root Package und unsere Main Klasse, unsere Datei, in der unsere Klasse definiert ist. Wenn wir mehrere Dateien hätten, dann wäre es besser, wir klicken die Datei direkt an und klicken hier auf Run File, damit wirklich genau diese Datei ausgeführt wird. So, die Datei wird nun ausgeführt und hier steht Hello World in der Ausgabe. Perfekt. Das nächste, was wir wollen, ist unser Loop. Das bedeutet einen Ersatz für unsere Draw-Funktion, die ja im Processing im Loop den Code immer und immer wieder ausgeführt hat. Ein Loop lässt sich am einfachsten umsetzen mit einer Schleife. Das heißt, eine Schleife führt ihren Code, der zwischen den Klammern steht, auch im Loop quasi immer wieder aus. So lange, bis eine bestimmte Bedingung eintritt und der Loop beendet wird. In unserem Fall wollen wir eine Schleife, die jetzt unendlich läuft. Also definieren wir uns eine While-Schleife und sagen while true. Also immer, weil true wird nie false sein. Klammer auf, nach unserem Hello World, Klammer zu. Ich rücke das noch ein wenig ein, sieht hübsch aus. Und klicke auf Run. Jetzt geben wir nicht nur einmal Hello World aus, sondern ziemlich oft. So, das Ganze müsste ungefähr 100% Prozessorauslastung verursachen, darum stoppen wir das auch wieder. Weil er natürlich so oft wie geht Hello World ausgibt. So, das nächste praktische wäre ein Fenster. Wenn wir hier im Processing ein Fenster aufmachen wollen, dann wäre das Klasse, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wäre nämlich eine Klasse, die wir instanzieren müssen für das Fenster. Es gibt im Processing die Klasse JFrame, die ist Teil der Swing-Bibliothek, die wiederum beinhaltet viele Klassen und Methoden für grafische User Interfaces. Das heißt nicht nur Fenster, sondern natürlich dann auch Buttons, Eingabefelder und so weiter. So. Um jetzt bei uns ein so ein JFrame zu erstellen, brauchen wir nur eine Variable vom Typ JFrame. Wir nennen sie einfach Frame, wir können sie auch Fenster taufen, ist gleich New JFrame. So, als Parameter kann ich hier dem Konstruktor einen Text übergeben, nämlich den Text, der dann im Fenster oben, so wie hier Hello World in der Leiste steht. Geben wir ein, ich stehe oben und Strichpunkt. So, jetzt aufpassen, wir sehen jetzt hier ein kleines Lämpchen neben der Zeile. Er kann diese Klasse JFrame nirgends finden.
Klar, sie ist auch wirklich nirgends. Wenn ich das hier anklicke, schlagt er mir vor Add Import for Java X Swing JFrame. Das heißt, er würde jetzt automatisch, wenn ich das jetzt anklicke, diese Bibliothek und diese Klasse importieren. Klicke ich an, Ergebnis. Erstens, es ist nicht mehr unterstrichen. Und zweitens, hier oben steht Import Java Swing JFrame. Damit wird diese Klasse automatisch eingebunden. Und ich kann sie hier verwenden. Er unterwählt mir hier noch die Variable Frame mit dem Kommentar, die Variable ist not used. Da hat er recht. Die verwenden wir ja noch nirgends. Wenn wir den Code jetzt ausführen, wird noch nicht viel passieren. Wir können das kurz probieren. Er gibt immer noch unser Hello World aus. Das war es aber. Unser System Out Printeln, also ich stoppe das Programm wieder. Unser System Out Printeln kommentiere ich jetzt aus. Das brauchen wir nicht mehr. Und unserem Fenster sage ich noch, wie groß es sein soll. Das bedeutet, ich definiere auf dieser Variable Frame, also diesem Objekt, jetzt die Size. Man sieht sofort, wenn ich die Variable verwende mit Punkt, kriege ich eine lange, lange Liste mit allen Funktionen, die es gibt. Und in dieser langen, langen Liste finde ich irgendwo Set Size, wo ich zwei Integer-Werte übergeben kann. So, Set Size, die verwenden wir. Erster Wert, wir machen das Fenster 640x480 groß. Nachdem wir die Größe definiert haben, passiert aber auch noch nicht viel. Ich muss dem Frame erst sagen, dass es sichtbar sein soll. Also definiere ich frame.setVisible, will eine pullsche Variable von mir, true, Strichpunkt, fertig. Und wir führen den Code aus. Das Ergebnis, wir bekommen jetzt ein Fenster, ja. Unser Text, ich stehe oben, steht oben. Und wir haben ein Fenster, das 640x480 Pixel groß ist. Das nächste, wenn ich dieses Fenster schließe, sehe ich, das Programm läuft weiter. Klar, ich habe nirgends definiert, was passieren soll, wenn ich das Fenster schließe. Er schließt zwar jetzt das Fenster, aber das Programm nicht. Es könnte ja sein, dass ich ein Programm hätte mit mehreren Fenstern. Dann müsste ich sagen, welches X soll jetzt nur ein Fenster schließen und welches X soll das ganze Programm schließen. Das kann ich mit der Default Close Operation definieren. Das heißt, ich definiere auf meinen Frame-Punkt wieder Set, Default Close Operation und hier will er jetzt ein Objekt. Hier gibt es vom JFrame einige Eigenschaften, die er mir schon hier vorschlägt. Exit on Close ist in dem Fall das, was wir brauchen. Enter, fertig. Man sieht, es ist sehr angenehm zu programmieren, weil alles gleich vorgeschlagen wird. Ich brauche nur mal auf Enter drücken und es steht da. Das Programm von vorher beende ich jetzt und starte es neu. Wenn ich hier oben auf X klicke, sollte das Programm auch wirklich beendet sein. Ich kann es hier nicht mehr auf Stopp drücken, es ist auch nicht mehr aktiv. Hat funktioniert, perfekt. Das nächste, das ich jetzt gern hätte, wäre ein Text. Ein Text gibt es auch wieder in der Swing Library als Label definiert. Ich definiere mal das hier als wieder als Variable. Die Klasse dazu heißt JLabel. So. Das heißt, ich brauche wieder eine Variable vom Typ JLabel und nenne das Ganze jetzt von mir aus Label. Instanziere es wieder, ist gleich New JLabel. Strichpunkt. Ich definiere jetzt hier als Parameter noch, was in dem JLabel als Text drinnen stehen soll. Das lässt sich natürlich auch später jederzeit ändern. Und ich den Text passt schon. Und wieder, er erkennt das JLabel nicht, weil die Klasse nirgends importiert worden ist. Wieder anklicken, End Import, Swing JLabel. Wir sehen hier oben, er hat die Zeile hinzugefügt. Der Fehler ist weg, fertig. Gut. Auch dem Label kann ich eine Größe definieren. Dann sage ich wieder Label Set Size und definiere mir zum Beispiel eine Größe von 140 Pixeln. Jetzt muss ich nur mehr dieses Label auf meinem Frame hinzufügen. Das bedeutet, mein Frame.get. Eine Komponente
nehme ich unser Label. Strichpunkt. Und wir können das Ganze wieder ausprobieren. Tatsächlich, ich bin Text. Unser Label steht jetzt noch in der Mitte vom Fenster. Wenn wir es jetzt links oben in der Ecke setzen wollen, müssen wir den Default Layout Manager deaktivieren. Das bedeutet, für unser Frame definieren wir hier Set Layout mit Null. Das hinterfragen wir jetzt nicht genauer. Der Layout Manager sorgt einfach dafür, dass unser Fenster, wenn wir die Größe ändern, alle Elemente dann richtig angeordnet werden. Das wollen wir hier in dem Fall nicht, dass das automatisch passiert, darum deaktivieren wir es. Und jetzt steht unser Text auch links oben. Zum Schluss noch eine kleine Spielerei. Wir wollen das Ganze jetzt unserer Maus wieder verfolgt. Also ähnlich dem ersten Beispiel, das wir mit Processing gemacht haben. Dazu brauchen wir eine neue Variable, die wir ja jetzt im Loop, also immer wieder aktualisieren wollen. Deshalb in unserer Weilschleife. Das heißt, wir können jetzt eine Variable für diesen ToPoint erstellen, in der einfach ein Punkt, also Koordinaten eines Punktes gespeichert werden können. Und greifen jetzt von unserem Frame Punkt get Mouse Position. Fertig. Strichpunkt. Wir fragen jetzt ab, gibt es eine Position unserer Maus? If Mouse ungleich null, dann soll er von unserem Label Punkt unsere Location definieren. Befehl dazu, set location, hier wieder schon vorgeschlagen, und es gibt die Variante, in der wir einen Point übergeben. Machen wir, unser Point ist die Maus. Übernimmt er automatisch und wir können unser Programm schon ausführen. Wir haben noch einen Fehler. Kurz schauen, uns fehlt wahrscheinlich eine Gasse bzw. eine Klammer zu viel. Hier in unserer Weilschleife. Führen den Code noch einmal aus und es funktioniert. Unser Text verfolgt die Maus. So, das war's. Viel Spaß beim Selbstprobieren.